Japan ist ein Land des Karaoke, so könnte man sagen. Überall in den Städten, aber auch auf dem Land findet man kleine Karaoke-Geschäfte, teilweise auch Bars, in denen man mit vielen zusammen singen kann. Aber das, was standardmäßig ist, würde ich sagen, sind diese kleinen Karaoke-Kabinen. Und wir waren letztens zu Weihnachten in so einer Kabine mit der Familie, und zwar von einer Kette, Manikineko heißt die, das ist die Katze, die Winke-Katze, könnte man sagen. Das haben die als Logo genommen und so heißt diese Kette. Und ich habe gedacht, ich zeige euch heute einfach mal ein bisschen, wie das aussieht. Zunächst einmal der Raum. Wir haben einen Kids Room genommen, also einen Raum für Kinder. War ganz nett, aber dadurch, dass alles so tief war und Louis noch ein bisschen klein ist, konnte er vom Tisch alles nehmen und so. Das war nicht ganz so optimal. Aber sowas gibt's auch, ne? Da können die Kinder ein bisschen spielen, ist so ein bisschen mit Schaumstoff da abgesichert, damit die sich nicht wehtun können, so ein kleiner Bereich. Dann gibt's meistens einen großen Fernseher, auf dem eben die Lieder laufen mit dem Text, den man dann singen kann. Man kann auch Punkte hinzufügen, sodass man sieht, wie viele Töne man getroffen hat. Das machen wir persönlich auch immer. Da kann man sich dann miteinander vergleichen. Ich bin immer grottenschlecht, ehrlich gesagt. Es gibt natürlich fette Boxen, die für die Soundkulisse sorgen. Es gibt ein Telefon, meistens neben der Tür, über das man Dinge auch bestellen kann. Also man kann im Karaoke-Geschäft in der Regel Essen bestellen, trinken. Da gibt es so eine Drinkbar, da läuft man mit seinem Becher hin und holt sich dann eben von Kaffee über Tee, über Soda-Geschichten, was man dann auch möchte. Und es gibt natürlich Plätze zum Sitzen. Mikrofone, ne, man kann verschiedenste Einstellungen machen, wie groß die Hintergrundlautstärke, wie laut das Mikro. Dann gibt es meistens so ein Touchpanel, über das man die Lieder eingibt, die man singen möchte. Und das macht dann jeder. Jeder sucht so, was er singen möchte, gibt das dann dort ein und zack, kann man das dann singen. Ist sehr, sehr beliebt in Japan. Viele machen das alleine, viele machen das mit Freunden, mit der Firma. Nach dem Saufen meinetwegen, nach der Nomikai geht man da auch immer mal wieder hin. Ist einfach schön, ne? Zusammen Karaoke singen, bisschen Stress rauslassen vielleicht, ordentlich laut mal schreien und singen und was weiß ich, nicht alles bisschen Party machen. Das macht immer relativ viel Spaß. Ich liebe diese Karaoke-Geschichten. Wir waren jetzt, das war das erste Mal seit Louis Geburt, dass wir dort waren. Wir haben aber gemerkt, es ist noch ziemlich anstrengend mit Louis. Deshalb, keine Ahnung, wann wir das nächste Mal gehen, aber bevor Louis geboren worden ist, waren wir relativ oft da. Und ich denke, wenn Louis älter ist und er auch ein bisschen singen kann, dann werden wir natürlich auch öfter mal wieder Karaoke gehen. Also es ist immer eine sehr schöne Erfahrung. Es gibt im Übrigen auch eine Klimaanlage, über die man dann auch die Temperatur im Raum regeln kann. Fenster gibt es in der Regel nicht nach draußen, ist alles recht dunkel, ja, damit niemand so wirklich was sieht und die Atmosphäre natürlich auch da ist. Man kann auch noch so zusätzlich, ja, so Rasseln und sowas holen, die liegen meistens da am Counter, wo man bezahlt hinterher auch. Daneben liegen die, die kann man holen, um noch ein bisschen mehr Party zu machen. Ja, Karaoke konnte ich euch jetzt leider nicht den Originalton hier im Hintergrund einspielen, weil dann würde es rechte Probleme geben. Aber ist auf jeden Fall eine super Sache und Karaoke ist was, was wirklich viele Japaner auch machen. Also das ist fest in der japanischen Gesellschaft verankert und da gibt es vor allem in den Städten wirklich eine Menge an großen Ketten auch, die man überall sieht. In Osaka habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen. Kann ich also sehr empfehlen, ja. Karaoke macht auf jeden Fall Spaß und es gibt auch ein paar deutsche Lieder. Nena, 99 Luftballons gibt's und es gibt Rammstein, glaube ich. Rammstein kann man auch machen. Also ist auch was für uns Deutsche mit dabei. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich wollte euch einfach mal zeigen, wie so ein Karaoke-Raum aussieht, wie das aussehen kann. Vielen Dank fürs Zusehen. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr aus Japan sehen wollt und hoffentlich bis zum nächsten Mal.